I introduce Whitney Merrill. She is an attorney in the US, and she just recently, actually last week, graduated to her CS Masters in Illinois. So, hallo, ihr hört die Übersetzung von Predicting Crime in a Big Data World vom 32. Chaos Communication Congress. Hi everyone. Hallo alle zusammen. Danke, dass ihr hier seid. Ich weiß, es war ein erschlagender Kongress und jetzt müsst ihr noch mir hier zuhören, wie ich über Big Data und Crime Prediction spreche. Das ist ein bisschen ein Hobby von mir. Also in meinem letzten Semester in Illinois habe ich mir da Zeit genommen, da drin rumzustochern, um zu schauen, was passiert da, was gibt es da für Informationen, die gesammelt werden können. Also ich habe etwa 30 Minuten mit euch, um euch zu zeigen, was da so passiert in diesem Bereich. Was ist Predictive Policing? Was werden da für Daten verwendet? Gibt es ähnliche Systeme? Wofür wird das im Moment eingesetzt wird? Wird das benutzt, um die Gesellschaft zu verbessern? Dann werde ich ein bisschen sprechen über, wie effektiv diese Programme sind. Ja, also, stellt euch vor, in kurzer Zukunft werden Polizisten mit Kameras am Hals rumlaufen und da wird aufgezeichnet, welche Autos erkannt werden oder Leute, und die werden alle geprofiled und es wird dann darauf hingewiesen, welche verdächtig sind. Also am Anfang vom Tag wurde ja eine Liste von Hotspots gegeben, also dass man zum Beispiel irgendwie in eine bestimmte Region gehen kann, weil da um eine bestimmte Uhrzeit, um einen bestimmten Ort eine 82%ige Wahrscheinlichkeit gibt für einen Diebstahl. Ja, also wenn da etwas passiert, dann wird das sofort aufgezeichnet in geteilte Datenbanken, die alle Polizeibehörden angeschlossen wird. Und ja, da wird darauf hingewiesen, dass das möglicherweise Bubbly Burglar ist. Und der war schon aktenkundig und hatte schon vergangene einen Diebstahl begangen. Ja, die Frage ist jetzt, wenn man jetzt den trifft auf der Straße, soll ich den jetzt untersuchen als Polizist? Habe ich Informationen, die soll ich den jetzt festnehmen? Hat er irgendwie eine große Tasche dabei, die vielleicht verdächtig ist? Oder wurde jetzt dann nur einfach aufgrund, dass ich sein Gesicht da sehe, diese Information, also wurde das aufgrund dessen entschieden? Also ein weiterer Gedanke, den ich für euch habe, ist dieses Zitat hier. Ja, also das ist eher auf der Seite der Algorithmen. Also wenn Leute einfach zu Zahlen reduziert werden, kann die Polizei einfach sagen, nicht einfach sagen, dass das rassistisch ist oder Profiling ein Bias zugunsten von Menschen hat. Und über das werde ich dann auch noch sprechen. Also, ich erkläre jetzt mal Predictive Policing. Wer und was? Also erstens mal, Predictive Policing ist nicht neu. Es ist einfach neu, dass da mehr Technologie dazu getan wird und es geht einfach besser und schneller. Also Analysten in Polizeidienst haben das schon seit Jahrzehnten gemacht, einfach von Hand. Es ging darum, Profile zu erstellen, um irgendwie naheliegende Verdächtige zu identifizieren. Es gibt auch ortsbasierte Finden von Verdächtigen und Personen zu finden, die möglicherweise ein Straftat begehen. Es kann sein, dass man einfach eine Empfehlung hat, dass es in einem bestimmten Gebiet passiert oder dass in einem bestimmten Gebiet ein bestimmtes Verbrechen passiert. Dann auch irgendwie die Uhrzeit des Tages und dazu wird einfach eingezeichnet, wann die vergangenen Verbrechen begangen worden sind in diesem Gebiet. Das ist ein weiteres kurze Randnotiz über Machine Learning. Das ist eine ganz, ganz grundlegende Erklärung von Training von eines Algorithmus. Also man sammelt Daten von verschiedenen Quellen, man räumt da auf, man teilt das in drei Sets auf, Training, Validation und Test. Das Training-Set ist, geht es darum, der Maschine den Algorithmus anzupassen und das wird dann angewandt
um das Confidence Level zu finden. Also du brauchst einen Support Level, wo du sagst, du brauchst einen gewissen Data Level, wo man bestimmen kann, ob der Algorithmus genug Informationen hergibt, damit ich eine vernünftige Vorhersage machen kann. Der Confidence Level am Ende, also das Vertrauen, wenn es eine 85-prozentige Chance gibt, das ist 85% Confidence Level, dann können wir davon ausgehen. Was heißt das? Das heißt grundsätzlich mal, dass natürlich gefördert wird, dass wir so viele Informationen wie nur möglich sammeln können, damit man auch die weniger einfachen Szenarien beurteilen kann. Information muss auch geshared werden. Dritte, respektive vierte Außenseiter, also dritte und vierte Quellen, Analysten machen wir auch schon seit Jahrzehnten, aber das alles mit der Hand und alles mühsam und die Zusammenführung in den Maschinen. Was sind diese Vorhersagealgorithmen? Was machen die da? Machen die jetzt Schuld und Unschuld? Es ist nicht so wie beim Gedankenkämen. Die sagen nicht, diese Person ist schuldig oder nicht, sondern sie sagen, es besteht eine Chance. Das hat was mit Stochastik zu tun und ist ein klassisches Problem, sagt aus der Vergangenheit heraus, dass da gibt es ein Stück Software mit Hunchlab, mit bestehenden Patterns, frühere Taten, Muster entdecken, Leute handeln nach Muster, sind vorhersagbar. Normalerweise da wird normalerweise einfach Datensätze gesammelt, die aber per se vorher noch nicht mal gefiltert wird, wo also niemand vorne sitzt und sagt, stimmt, stimmt, nicht, stimmt, nicht, stimmt, sondern wird einfach in alles hineingefüttert. Und das ist die Voraussetzung aus dem Data Pool. Es gibt verschiedene Arten, demografische Informationen, persönliche Aktivitäten, Scientific Data, das kommt von allen möglichen Sources. Eine hat mich besonders geschockt. Die Radiation-Detektoren sind so empfindlich von der New Yorker Polizei, dass sie sagen können, ob du eine Radiation-Therapie gehabt hast, also ob du eine Krebstherapie hattest. Du kannst davon ausgehen, dass alles, was du irgendjemandem in den USA erzählst, wird irgendwann einmal in einer von diesen Datenbanken landen. Und jeder Government Official kann einfach hingehen und sich die Informationen holen und du hast null Kontrolle darüber. Wenn du einen schönen Over, gibt es einen Freund, hat einen Talk gehalten, Street Level Panopticon, wirklich cooler Überview, wie diese Daten auf den Straßen gesammelt werden, weil ich fahre da nur kurz drüber. Wow, es gibt in den Vereinigten Staaten ein Programm, das alles wird zusammensammelt. Pilot License, Waffenscheine, Informationen, das ist kreuzreferenzierbar, wird zwischen Bundesstaaten, Bundesbehörden. Also wenn man es sammeln kann als Daten, könnt ihr davon ausgehen, es steckt irgendwo in der Datenbank drinnen. Es gibt natürlich einen Haufen privater Unternehmen, die alle Software schreiben und es an verschiedene Polizeidepartements verkaufen und sie servieren. Je mehr Polizei von verschiedenen Städten du als Kunde hast, desto größer ist deine Basis, desto Hitachi zum Beispiel, Hunchlab, das sind Hotspot-Targeting, also es werden nicht weniger Leute konzentriert, sondern da geht es eher auf Gegenden oder auf Möglichkeiten. Hunchlab hat ein Programm, wenn ein Offizier in eine Gegend kommt, wird man ihm sagen, in dieser Gegend gibt es diese Art, zum Beispiel Einbrüche, und vorwarnt. Und so will man versuchen, Crimes zu verhindern. Also weitere Beispiele ist das, was in New York City zusammen mit Microsoft nach 9/11 passiert ist.
Also New York City macht tatsächlich Geld damit, dass sie das an andere Städte verkaufen. Also geht es um die Daten von Überwachungskameras zu sammeln. Wenn jetzt zum Beispiel sagen, ja, da ist ein Mann mit einem roten Shirt, wird die Software nach Leuten mit einem roten Shirt suchen und die Polizei entsprechend alarmieren, wenn sie so einen Verdächtigen erkennen. Das andere System ist von IBM und ja, gibt es halt wieder einfach so eine Art Hotspot-Targeting, ja, mit ein bisschen anderen Features. Auch noch erwähnenswert ist die Heat-List. Da geht es um Individuen, die da verfolgt werden. Also das ist von Chicago, ich bin von Chicago, da sind 420 Namen drauf und diese sind 500 Mal so wahrscheinlich, dass sie in Gewalt involviert sind als andere. Also dazu berücksichtigt werden irgendwie Vorstrafen, dann Polizeinotrufe und also im Wesentlichen sind vor allem junge Schwarze auf dieser Liste und ihre Bekannten aufgrund von sozialen Netzwerkdaten. Also wenn zum Beispiel eine Handvoll Leute zusammen zur Schule gegangen sind und viele davon waren in einer Gang, dann sind die anderen halt unter Umständen auch auf dieser Liste. Die Liste war kritisiert, weil sie rassistisch ist oder eben. Und man hat natürlich keine Chance, seine eigene Geschichte zu ändern, wenn man auf dieser Liste ist, weil man keinen Einfluss darauf hat. Ja, Polizisten in Chicago haben dann einfach diese Leute besucht und gesagt, ja, hallo, ich bin jetzt da, ich wollte einfach nur mal kurz nachschauen. Also benötigt da kein Verdachtsmoment, sondern ja, die Polizisten können im Prinzip einfach diese Leute besuchen gehen. Dann gibt es hier dieses System Pre-Cob, das wird in Hamburg verwendet. Ja, also die sind im Prinzip nach Chicago gegangen, um mehr über die Taktiken und die Techniken zu lernen. Und das wird jetzt ja, halt in Hamburg eingesetzt, wie zum Beispiel Hamburg. Da geht es generell darum, um wiederholte kriminelle Aktivität vorauszusagen. Und wichtig ist da, dass man halt sehr viele Datenpunkte benötigt. Also Verbrechen, die selten passieren, sind schwer vorauszusagen. Oder die nicht dann zu eine Anzeige erfolgt, ist schwer vorherzusagen. Also ja, da geht es darum, so ein Bild zu zeichnen, wann, wo, welches Verbrechen passiert. Pre-Cop ist eigentlich tatsächlich eine Anspielung auf den Film Minority Report. Das sind da drei Medien, die diese Verbrechen voraussagen. Es gibt hier noch andere Systeme in der Welt, die versuchen voraussagen, ob etwas passiert. Das eine heißt Disease and Diagnosis. Also da ging es darum, dass Algorithmen eigentlich tatsächlich viel treffsicherer sind als Ärzte, im Vorauszusagen, welches medizinische Leiden jemand hat. Das andere ist der NSA, da geht es um Zugriff auf geheime Dokumente. Also ja, da, wenn man ein geschütztes Dokument zugreifen will, muss man durch diesen Prozess gehen. Und also es ist im Prinzip ein Prozess, wo dann die Leute untersucht werden und da versucht man vorauszusagen, wer diese Geheimhaltungsstufen verletzt. Also, und ja, da gibt es leider eine sehr hohe Fehlerrate. Und da gibt es dann nämlich sehr viele Leute, die den gleichen Job haben wollen. Und ja, die, da geht es einfach darum zu verhindern, dass jemandem das Dokument liegt. Ich werde mich jetzt den USA wieder widmen. Wir haben tendieren dazu, hauptsächlich über unsere Gesetze zu reden. Hier reden wir darüber, wir konzentrieren uns auf Individuen und nicht auf Hotspots. Das wird noch nicht so sehr gemacht. Hotspots ist üblicher, aber wir implementieren Programme in Chicago zum Beispiel, die auch zielgerichtet einzelne Personen raussuchen. Und es wird auch versucht, dass diese Programme zu fördern.
In den Vereinigten Staaten wird der Verdacht immer als Generalverdacht ausgesprochen. Der Polizist oder die Polizei sollte ein ausgewogenes Verhältnis erzeugen und zum Beispiel, wenn ich weiß, dass das ein Pastor ist, wenn einer da als Pastor irgendwo in einer Gegend herumläuft, könnte es sein, dass er dort was anderes vorhat, als einen Einbruch durchzumachen. Also ist auch das Begriff Hausverstand oder Common Sense wird da eingesetzt. Viele gesammelte Daten können dieses Bild schärfen. Auch die, was genau die Person getan hat, bevor man sie aufgehalten hat und sozusagen interveniert hat, in welcher Gegend das passiert. Kein bislang Gericht in den USA hat irgendwelche fixen Vorgaben dafür gemacht. Du brauchst doch immer einen Warrant, um einen Stop and Search machen. Also ich brauche noch immer einen guten Grund oder eine Court Order in den USA, um einen tatsächlich aufzuhalten und zu frisken, also durchzusuchen, und bis du aufgehalten wird. Aber ich hab einen Professor gesehen, der sagt, naja, 30%, 40%, 50%, du musst eigentlich nur zur Hälfte sicher sein, dass jemand ein Verbrechen begangen hat, um ihn anzuhalten, wird dir wahrscheinlich durchgegangen beim Gericht. Da kommen auch noch die Suspicion Standards dazu, das hängt auf einen, in welchem Verhältnis das steht mit den umgebenden Gesetzen. Ich bin da nicht so vertraut, aber ich nehme an, das ist hier. Ist das jetzt eine Blackbox? Generally, a dog sniff in the United States falls under a particular set of legal history. Which also normalerweise, wenn man einen Hund riecht und der kann das riechen und kann alerten und der Polizeioffizier kann das verwenden, um daraus Handlungen zu ziehen. Ist ein Algorithmus so wie ein Schnüffelhund? Man steckt was rein, der sucht das ab, kommt mit der Information raus und ich kann auf die vertrauen. Wie sehr kann die Polizei sich verlassen bei ihren Entscheidungen auf die Ergebnisse der Algorithmen? Wenn die auf den Algorithmus vertrauen und sagen, wir kommen vielleicht auf einen Level von annehmbarem Verdacht, wo wir dann das betreffende Person anhalten können und perlustrieren. Die große Frage, können wir tatsächlich vorhersagen, zu 60% macht, besteht der jetzt ein Verbrechen? Heißt das, ohne dass der Polizist irgendetwas anders schaut, nur dem Algorithmus vertraut? Und die Antwort ist wahrscheinlich nein. Ein Algorithmus allein kann keine wirklich aussagekräftige Entscheidung treffen. Man muss diesen Algorithmus permanent updaten. Es verändern sich die Umgebungsvariablen, verändern sich laufen. Die Aussage selber beeinflusst ja schon wieder als den weiteren Algorithmus. Wenn du sozusagen mal schon verdächtigt worden bist, macht das ja wieder, beeinflusst das ja wieder. The algorithm can't just say 60% likely. You detain the individual and then figure out why you've detained the person. Meint es gar nicht zu sein, dass der Algorithmus sagt 60% und dann verhaftest du den und dann sagen, okay, und jetzt finden wir mal raus, was er denn hätte machen können. Also das wäre ungesetzlich. Es muss noch ein weiterer Faktor dazukommen, dass ein Algorithmus nur sagt 60% Wahrscheinlichkeit erscheint mir noch immer zu wenig. Isn't enough. Das ist einfach nicht genug. Vielleicht kann man irgendwie eine pistolenförmige Ausbeulung seiner Hosentasche sehen oder so. Ja, die Gesamtheit der Umstände ist die Frage, kann der Algorithmus das alles überwachen? Nee, wahrscheinlich nicht. Also ja, dann vielleicht kann man die Daten nicht in Echtzeit verarbeiten.
ja, der Algorithmus weiß es nicht und ja, der Polizist wahrscheinlich auch nicht, die haben nicht alle Daten. Also ja, man kann natürlich die Ausgabe des Algorithmus berücksichtigen, aber ja, aber ich meine, der Algorithmus kann ja zum Beispiel wissen, ist das ein Politiker oder ist das jemand, der sich in seiner Community engagiert oder ja, also und was ist, wenn oder wenn jetzt zum Beispiel der Algorithmus berücksichtigt hat, dass jemand ein Pastor ist, wurde jetzt das irgendwie vielleicht zweimal gezählt und naja, dann ist das Balancieren, das ist dann nicht im Gleichgewicht. Was sind jetzt die Probleme? Ja, also möglicherweise sind da falsche Daten. Es gibt keine Transparenz, in welche Daten verwendet werden, wie das gesammelt wird, ob das veraltet ist, ob das überhaupt stimmt. Es kann sein, dass da Rauschen in Übungsdatensätzen sind und ist natürlich biased, also weil es von Individuen gesammelt ist. Wir haben zum Beispiel einige Studien gesehen in den USA, dass junge Schwarze öfter durchsucht werden als weiße Leute. Also das heißt, es gibt dann Collection Bias. Ja, und je mehr Daten gesammelt werden über Minderheiten, wird das natürlich ein Feedback-Loop in dieses System, weil da natürlich vorausgesagt wird, dass da mehr Verbrechen passiert, weil da wurde die Daten gesammelt. Das ist dann eine akzeptable Fehlerrate. Kommt natürlich auf den darauf an, wer der Burden of Proof hat, also die Beweislast. Oder ja, ist natürlich anders, wenn man jetzt gefragt wird, ob man da mitmachen will oder nicht. Und die Frage ist, was ist ein Fehler? Also was ist, wenn man jemanden noch sucht und man findet nichts? Ist das dann ein Fehler? Ja, es ist halt keine Verletzung des Fourth Amendment, wenn da nichts passiert. Ja, die Frage ist dann auch, wenn eine sehr tiefe Fehlerrate ist, also unter 1%, dann, also wenn man das im Machine Learning hat, ist das gut für Machine Learning, aber das hat natürlich, sind dann sehr viele Leute, die mal auf der Straße durchsucht werden, also das hat einen sehr großen Einfluss dann auf die Realität. Jetzt nur bei dieser Handvoll in Chicago, ja, diese wurden halt jetzt aufgezeichnet als Verdächtige von der Polizei in Chicago. Da gibt es natürlich Datenbankprobleme, also der Ausschluss von Beweismaterial in der USA hat eine sehr hohe Hürde, damit das passieren kann. Also es passiert praktisch nie. Also eben, Daten gehen rein, eine Voraussage kommt raus, alle sind glücklich. Also man traut eigentlich im Prinzip den Daten von IBM oder Hunchlab jetzt. Dann weitere Dinge, die wir Bauchweh machen, ist eben dieser Feedback-Loop. Wie sicher muss man dann irgendwie eigentlich sein, bevor man das an die Polizei weitergibt? Wie muss man diese Schwellen sinnvoll festlegen? Also ich meine, wenn jetzt begründete Verdachtsmomente bei 30% sind, dann ja, und es kann in der USA heißen, dass der fährt in einem Auto und Drug-Dealer fahren halt Auto und es in der Datenbank von Drogenkriminellen, dann ist das zum Beispiel Grund genug, den zu untersuchen. Gibt es positive Aspekte von dieser ganzen Geschichte? Ja, also Predpol ist zum Beispiel ein Dienst, der solche Dienste anbietet. Und beim Einsatz da in L.A., wurde zum Beispiel ein 13% Rückgang von Kriminalität passiert. In Santa Cruz zum Beispiel war es eine 25-29% Reduktion, 9% von Assaults. Also ja, einige Polizeidepartemente veröffentlichen diese Erfolgszahlen, die dann natürlich von den Leuten weitererzählt werden, die diese Software verkauft werden. Aber also grundsätzlich wird da gesagt, dass Kriminalität reduziert wird. Aber es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, weil das ist natürlich ein Feedback-Loop da. Wissen wir, dass da wirklich Kriminalität zurückgeht oder beeinflusst das Sammeln von Daten in die Zukunft? Wissen wir nicht. Wenn jetzt natürlich ein Polizist in eine Community schickt, dann ist natürlich wahrscheinlich, dass der die Community beeinflusst und das Sammeln von Daten ab da. Also und das ist halt natürlich ein Problem hier.
Also ein paar finale Überlegungen. Voraussageprogramme der Polizei sind noch nicht das Gelbe vom Ei. Da gehört noch wesentlich mehr Analyse. Wir müssen an diese mehr Richtlinien haben. Wir müssen mehr Forschung noch hineinstecken. Diese Daten werden einfach nur eingekauft und dann weiterverkauft. Das sollten wir uns mal unterscheiden, wo diese Daten herkommen. Die werden von Google gekauft, von irgendwelchen Postdepartments. Das wird nicht. Wir werden uns was überlegen müssen, wie wir mit dieser Art von Daten umgehen. Da ist kein Case Law, der sich damit noch auseinandersetzt. Und es gibt noch keine allgemeingültigen Regeln für die Wertigkeiten von diesen Daten. Da muss einiges noch an Research gemacht werden. Dann nächste Frage. Das haben wir jetzt. Wir müssen uns überlegen, ein System, wie wir die falschen Daten aus diesen Databases wieder entfernen. Weil das haben wir nicht. Ja? Data gesammelt von Menschen ist immer faulty. Das wird sich nicht verhindern lassen, dass da Fehler drinnen sind. Wir haben keinen Mechanismus derzeit genormt, fehlerhafte Daten zu entfernen. Polizei tendiert dazu, ein Polizist geht on duty und man sagt ihm das und das und der glaubt, der denkt nicht nach. Und der sagt, da, und dann ist die Frage, 70% Chance, dass du einen Einbruch siehst, beeinflusst ihn, dass du so einen Einfluss siehst. Es gibt keine Fourth Amendment Protection an der Grenze. Das ist im Homeland Security Act ausgenommen. Du kannst searchen, ohne dass eine Suspicion notwendig ist. Wie alle wissen wir. Aber da wird trotzdem aggregated data kann verwendet werden, um dir den Eintritt in die USA zu verweigern. Alles. Das ist es. Whitney, we have about 4 minutes left for questions, so please line up at the microphones and remember to make short and easy questions. Microphone number two, please. Okay, just a hypothetical, just a comment. If I want to run a nur ein Kommentar, wenn ich jetzt organisiertes Verbrechen machen will und ich jetzt vielleicht dieses Pre-Cop-System angreifen will und kann ich dann jetzt einfach meine Kriminalität da machen, wo es nicht gesucht wird? Das ist natürlich ein Datensammelproblem. Ein gutes Argument für Polizei, ihnen nicht zu sagen, wie wir da rangehen, weil das könnte das beeinflussen. Haben wir Fragen aus dem Internet? Is there evidence that data like the use of encrypted messaging system, encrypted emails, VPN, Tor, with automated requests to the ISP, are used to obtain real names? Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass solche Daten wie von Tor oder VPN-Nutzung in dieses Score einfließen? Ich bin mir nicht sicher, ob diese Vorhersagealgorithmen das schon unter berücksichtigen. Ich weiß, dass die Polizeidepartments diese Sachen teilweise einarbeiten. Das ist ein System, und wenn in den USA ein Verdächtiger eingeschätzt wird, müssen sie das alles irgendwie einschätzen. In your example, you mentioned disease tracking, for example, Google Flu Trends. It's a good example of preventive, predictive. Also, ja, du hast medizinische Dinge erwähnt, zum Beispiel sowas wie Google Flu Trends. Gibt es denn irgendwie gute Beispiele, wo solche Systeme irgendwie zur Verbesserung der Community verwendet werden, zum Beispiel bei Sozialarbeit, anstatt dass man nur mit Kriminalisierung da arbeitet? Ich kann darüber keine Auskunft geben. Ich bin mir nicht bewusst, dass die Polizei so Social Workers statt also ich sehe die Polizei nicht einen Sozialarbeiter schicken statt einen Polizisten.
Okay, so if you have a really short question, then microphone number two, please. Last question. Okay, thank you for the talk. Danke für deinen Talk. Also dieser Talk, genauso wie einige andere, die Diskussion aufgebracht über solche Feinabstimmungen, die nötig ist zwischen False Positives und das Verhindern von Verbrechen. Also ich meine, bei der Polizei ist es eine andere Situation, wenn ein Polizist voraussagt, ob jemand ein Papier stiehlt oder jemand einen Terrorangriff macht. Also gibt es eine Rechtfertigung, um das zu verhindern, auf Kosten von False Positives, also als im Terrorfall. Also wie macht man das Feintuning hier? Was ist da die Rechtfertigung? Also die Konfiguration liegt da hier nicht beim Programmierer, sondern beim Kunden dieser Software. Ich stelle mir schon vor, dass die Polizei trotz des Aussagen der Algorithmus schon noch den eigenen Hausverstand. Also ich hoffe, dass sie es tun, und ich nehme, dass sie Terrorismus anders einschätzen und anders reagieren, als wenn jetzt einer einen Burger klaut oder ein Stück Papier. Dieses Feintuning passiert wahrscheinlich im Policeman Department auf privater Basis. Ihr habt die Übersetzung des Vortrages gehört. Aus der Übersetzerkabine verabschieden sich Ploy. Der Ploy und der...